Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Little Nightmares. Letzte Woche ist leider ausgefallen, aber jetzt ziehen wir es durch, das Game. Oh mein Gott, ist das laut. Ach ja, die Tante ist ja da unten. Okay. Musik ist schon wieder übertrieben creepy. Nein, ich hasse sie doch so. Geh da rein. Warum geht er? Wieso ist der da nicht reingegangen? Er geht da nicht rein? Oh mein Gott. Rück! Oh Gott, oh, sie ist so widerlich. Sie ist so widerlich. Wie lang kann die denn ihren Hals machen? Ach, da waren wir ja, das haben wir ja noch gemacht, gell? Ah ja, genau, in der Mülltonne haben wir aufgehört. Ja, ist schon wieder 2 Wochen her, Leute. Ich bin ein alter Mann. Ich kann mir sowas nicht merken. Genau, dann hoffen wir mal, dass es das jetzt war mit der Tante. Ich habe auf die eigentlich keinen Bock mehr, aber es wird ja nicht besser. Ist ja nicht so, dass wir es jetzt durch haben. Ich weiß nicht, was für Schurken da noch kommen. Ich gehe aber davon aus, dass es unangenehm bleibt. Hat man im ersten den Hausmeister? Den Koch? Ach, aber schaut euch die Schlucht an. Ich glaube, das war's mit der Lehrerin. Ich hoffe es zumindest. Tja, komm, Kyo. Put. Sadala. Es hat alle Menschen hat's aufgelöst, gell? Ganz eigenartig. Okay, da kann man hoch. Kann man aber auch wieder verschieben. Ah ja. Wir schieben das jetzt erstmal nach vorne, dass der Deckel zuklappt. Ich bin ein Fuchs. Jetzt schieben wir es darüber. Weiter geht nicht. Hoch da. Hoch da. Und. Boah. War voll unrealistisch. Komm, Q. Sehr gut. Braver Mann. Brave Frau. Was passiert, wenn ich da unter dem Wasserfall stehe? Gar nichts. Oh mein Gott. Ein Boot. Kann das wegschwimmen, wenn wir das irgendwo hin tun? Nee. Komm, Q. Und da geht's wieder in ein Haus rein. Nein, ich bin so ungern in Häusern drin. Oh mein Gott. Q, schau. Das ändert alles. Da kommen Erinnerungen hoch. Achso. Okay, wir sind in einem Kaufhaus, nehme ich an. Weiß nicht, wie ich das finde. Weiß nicht, muss das? Wir waren in dem Kaufhaus, war nur ganz kurz. Macht euch keinen Stress. Ich muss das umschmeißen, irgendwie. Jo, hilf mir. Da hoch? Geht auch nicht. Ach so, wieder Räuberleiter. Ja, Räuberleiter mich. Und hab. Boah. Du springst jetzt nicht von da runter, oder? Ui. Das konnte man nämlich anders nicht umschmeißen. Das musste man von der Seite machen.
Das verstehe ich. Und hab. Ach, das ist so entspannt, wenn es keinen Gegner gibt. Kann das nicht so bleiben? Einfach so chillig durch eine Stadt spazieren. Muss doch nicht immer irgendwie Stress sein, oder? Braucht man doch nicht. Einfach so ein entspannter Walking Simulator. Wieso geht man denn da überhaupt rein? Es ist jetzt aber nicht wieder die Schule, oder? Da unten stand gerade gut unterrichtet. Ach so, wahrscheinlich, weil ich die Schule abgeschlossen habe. Okay. Das sieht nach Krankenhaus aus. Krankenhaus ist auch eher so semi-geil. Ein Krankenhaus ist schon so ein bisschen gruselig, wenn das nicht in dieser Welt spielt. Da hockt jemand? Nicht gut? Gar nicht gut? Tokio? Die machen aber auch, wo sie hingehen, einen Krach. Das kannst du keinem erzählen. Oh, wie sich das Seil halt keinen Millimeter bewegt und dann schmeißen. What the fuck ist denn hier passiert? Diese Story, die interessiert mich halt schon so ein bisschen. Aber ich glaube, das wird trotzdem nicht so aufgeklärt. Das war beim ersten schon so. Ich meine, du warst halt dann da auf diesen... Ja, ich will nicht spoilern, aber es hat halt trotzdem irgendwie nicht so wirklich alles erklärt. Was ist das? Kann ich da was machen? Ja, einfach mal eine Sicherung mitgenommen. Da kommt bestimmt ein Aufzug, wo wir die brauchen. Und zwar hier. Oh, kann ich da... Wo geht's denn? Okay. Oh, nein! Ach, das kann man aufmachen. Schnell, Q! Knappe Geschichte. Kann man hier was machen? Taschenlampen sind ja auch extrem widerlich. Nutzung der Taschenlampe E drücken. Oh Gott, das siehst du ja nix. Das siehst du ja nichts. Blut am Boden. Oh. Das Spiel macht mich fertig. Komm, Q. Nur da rein? Ich sehe nichts. Achso, den Spielwagen brauche ich oder wie? Oh! Den kann ich nicht bewegen. Liegt halt einfach ein Bein drin. Wo müssen wir hin, Q? Mach mal eine Ansage. Ach so, dachte, das ist ein Schrank. Da kann das Spiel natürlich nichts für, wenn ich nur ein bisschen hohl bin. Ich dachte, da geht jetzt jemand vorbei, aber... Nein, das ist so. Okay, wir müssen davor. Da kommen bestimmt Dinger, da muss ich dann die Taschenlampe ausmachen oder so. Ziemlich sicher. Oh.
dachte, da sitzt jemand. Ja, da brauchen wir. Was brauchen wir? Müssen wir wieder irgendwas hinschmeißen, oder? Ja, wir holen uns hier eine Dose. Vielleicht. Genau. Und die feuern wir jetzt einfach dahin? So einfach ist das. Aber so ein Gittertor ist halt... So ein Gittertor ist halt immer irgendwie nicht so geil, weil... Warum? Ach, das sind keine Menschen. Boah, ich dachte, das wäre ein echter Mensch. Soll ich da wieder hingehen? Letztes Mal musste ich hingehen. Das war wieder falsch. Ich check das immer nicht. Jetzt. Du musst da irgendwie mit WASD, aber... Komisch, weiß nicht. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, auf einmal geht's dann. Irgendwas hat es auf jeden Fall mit dieser Tür auf sich. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass es im Grunde genommen darum geht, dass Fernseher und diese ganzen Medien uns aussaugen. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob so ein Spiel so eine tiefgründige Problematik unserer Gesellschaft offenbaren möchte. Aber es ist halt, die Leute sind halt wie ausgesaugt. Ja? Überall liegen leere Klamotten rum und dann diese Fernsehgeschichten. I don't know. Wir spielen den Bums einfach durch, würde ich sagen, und dann sind wir schlauer. So schaut das aus. Ah, da geht's auch schon wieder in 100.000 Richtungen, das mag ich doch nicht. Das zum Röntgen, oder? Wollen wir uns mal röntgen, Q? Sehr geil. Ja, es sind halt doch noch Kinder, gell? Wollen halt auch ein bisschen Spaß haben, die zwei. Tier ab. Mal, das Pferd mitnehmen. Tut mir so leid. Soll ich auch was mitnehmen? Brauchen wir was? Was machen wir damit? Wenn wir es röntgen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, ne? Der Röntgen-Ding wird doch nicht nur zum Spaß dastehen. Schau, da ist was drin. Was ist das? Hä, was war da drin? Aber wieso lässt du das einfach fallen? Sag einmal. Brauchen wir vielleicht? Glaube ich vielleicht? Weiß nicht. Okay, wir brauchen zwei Sicherungen. Die müssen wir finden. Das ist schon mal klar. Da ist ein Schloss. Ansonsten kommt da nichts. Dann gehen wir links rum. Also ich bin mir im ersten Moment, weiß ich halt immer nicht, ob das Puppen sind oder nicht, gell? Nein! Okay, da brauchen wir auch eine Sicherung. Also wir brauchen drei Sicherungen und einen Schlüssel. Ansonsten können wir hier oben gar nichts machen. Interessant. Wo geht's denn dann hin? Ich stell das jetzt auch mal hin. Wir haben hier einen Aufzug. Können wir mit dem fahren? Ah ja, okay. Nach unten.
mir da oben eigentlich recht gut gefallen, weil es so schön hell war. Aber gut, dann gehen wir nochmal runter. Da haben wir irgendwie einen Haken. Ach, das ist die Leichenhalle. Ach, komm. Hey. Okay, passt auf. Den Esel da rein. Da ist ja irgendwas drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach die Elektronik halt von diesem Tier ist, weil es kann ja was, es bewegt sich ja. Oder ich glaube, ich muss die Spielsachen röntgen, muss schauen, wo Sicherungen drin sind. Und dann gehen wir runter in den Ofen, verbrennen das Zeug, sodass nur die Sicherungen übrig bleiben. Das ist jetzt zwar sehr weit hergeholt, aber wir haben hier, schau, so drei so riesen Kuscheltiere. Die kannst du halt auch gut röntgen, weil die kleinen Sachen kannst du nicht so gut röntgen, weil die dann hinter dieser Metallschiene liegen. Also die großen Sachen kannst du gut röntgen und die sind wahrscheinlich nicht zum Spaß so groß. Ist daher? Ja, der bleibt auch so auf. Ja, das stimmt schon, okay. Ist in der Ente eine drin? Will er mir das damit sagen? So. Der ist es nicht. Dann schmeißen wir mal da hinten hin. Holen wir uns den nächsten. Die Ente nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit runter, glaube ich. Komm, hock dich dahin, du blöder Bär. Da ist doch auch nichts drin, oder? Ja, in der Ente, das habe ich gesehen, Q. Ist alles gut. Du musst es mir nicht 14 Mal zeigen. Ich war mir halt sicher, dass es diese blöden Kuscheltiere sind, aber einer ist noch da. Anscheinend ja nicht. Ich brauche jetzt aber erstmal eine Sicherung, weil dann können wir die linke Tür aufmachen. Kann sein, dass wir da dann die anderen beiden Sicherungen kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Geschichte, die ich jetzt dann gleich vorhabe, ich weiß ja nicht, ob es klappt, dass ich die dreimal machen muss. Ah, da ist ein Schlüssel. Ah, da ist ein Schlüssel drin. Okay, sehr gut. Ich kann die dann auch nochmal hochheben und röntgen. Und da bei ihr ist doch eine Sicherung drin, oder? Ziemlich sicher. Kennt man halt schlecht. In dem anderen Spielzeug war auch noch irgendwas drin. Naja, aber ich kann es jetzt nicht holen. Okay, machen wir das erstmal mit den beiden Spielsachen. Schauen wir mal, ob es überhaupt geht. Und wenn es funktioniert, können wir das, die andere Ente ja auch noch runterbringen. Keine Ahnung. So, hier rüber. Und drin in den Ofen. Na, geh doch da nicht rein, Alter. So, du schmeißt es auch rein? Genau. Zack. So, und drin liegen sollte jetzt ein Schlüssel und eine Sicherung, oder? Also ein Schlüssel auf jeden Fall. Eine Sicherung nicht. Eine Sicherung nicht, okay. Gut. Wäre natürlich, also in echt würde ich jetzt sagen, eine Sicherung würde da drin halt wahrscheinlich auch kaputt gehen. Aber jetzt im Spiel nicht zugetraut, dass es so weit. Ist ja jetzt nicht realistisch, ne? Sorry, dass ich so rote Augen habe und mir andauernd die Augen reibe, aber ich habe neue Kontaktlinsen drin und die sind anscheinend nicht so die besten. Für meine Äuglein. Aufsperre. Zack. Drin da. Okay. Mal wieder massivst widerwärtig alles. Da ist anscheinend operiert. Keine Ahnung. Q, wie schaut's aus? Hilf doch mit, Q. Will er nicht. Dann müssen wir da auch nicht rein. Da hoch müssen wir.
Ah, okay. Yep. Da ist jetzt jemand, oder? Nee. Nee, nee, alles gut. Okay, lecker. Alter, da ist jetzt der Arm rumgekrochen. Ach du Sch... Wo ist ein Q eigentlich? Kommt der nicht mit? Nein! Oh mein Gott. Okay, schleichen. Nein, schleichen bringt nichts. Einmal ausweichen, der springt vorbei, das hat geklappt und dann weglaufen. Was anderes. So, genau. Und hoch. Kann er, ach, da kann er nicht hoch, oder wie? Aber unten ruhig kann er. Oh, das kann er, da kann er rein, okay. Ja, da kann er ja auch rein! Scheiße. Ja klar. Klar, klar. Schnell, 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 schnell. Rein da. Schnell, 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 schnell. Er kommt halt auch. Er verfolgt mich. Er verfolgt mich nicht weiter. Okay. Oh, oh. Okay, das geht nicht. Jetzt ist der da oben im Schacht, oder? Oh Gott. Oh Gott. Nein. Okay, da kann er wieder nicht hoch. Aber hier kann er wieder hin. Ach du Scheiße. Eine Sicherung. Die muss ich jetzt nicht die ganze Zeit tragen, oder? Doch, muss ich. Doch, muss ich. Zurück kann ich ja gar nicht. Zurück kann ich nicht. Ah, ich sehe nichts. Wo ist die Sicherung? Die liegt da noch. Scheiße. Hä, wo ist die Sicherung, Alter? Nimm sie doch! Nimm jetzt die Scheißsicherung. So. So, ich würde sagen, die machen wir an die linke Tür, weil hier brauchen wir ja zwei. Das bringt uns also nicht viel. Links können wir dann gleich komplett rein. Zack, rein in die Olga, auf hier die Tür, rein da und damit beenden wir unsere heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen in nördlicher Richtung da lassen. Falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Danke euch allen für euren Mega-Support und wir sehen uns das nächste Mal morgen auf Twitch. Da heiße ich wie hier. Hoffe, dass wir uns auch da sehen. Bis dahin.